Hallo Leute, willkommen zurück zum Bus-Simulator 2016. Jo, wir machen weiter. Es geht weiter, wir müssen einen Fahrer einstellen. Oder Fahrerin. Wen haben wir denn zur Auswahl? Den Milo Mautner hat eine Ausbildung zum Bäcker begonnen, hat für die NASA, jetzt wollte ich NSA lesen, für die NASA gearbeitet, als Fahrerin. Als Fahrerin hat er gearbeitet. Mag Smalltalk sehr gern. Ich weiß nicht. Der Johannes hat vier verschiedene Bachelor-Studiengänge begonnen. Wie viele hat er abgeschlossen? Hat 6 Jahre lang als Schaffner gearbeitet. Leidenschaftlicher Physiker, liebt Neutrinos. Der heißt sicher eigentlich Sheldon. Die Bertha hat die Schule für Komiker abgebrochen. Bitte? Wenig Erfahrung als Fahrerin, ist daran gescheitert, ein Rockstar zu werden. Ich glaube, sie wird's nicht. Die Julia Kaspers hat eine Ausbildung zum Bäcker begonnen. Etwas Erfahrung als Taxifahrerin kann nicht zwischen Rot und Grün unterscheiden. Die passt eigentlich zu uns, weil. Aber sie ist teuer. 580. Johannes, der Bachelor, der. Milo, der ist schon älter. Er hat aber bei der NASA gearbeitet, das heißt, er kann am Bus fliegen. Das ist jetzt. Schwer. Okay, mehr haben wir nicht. Also einen von den vier müssen wir einstellen. Die Abbrecherin? Nee. Rockstar. Hallo? Sie ist mir eigentlich fast zu teuer. Muss ich sagen. Das heißt entweder Milo oder Johannes. Im Bachelor hat er gesagt, als Schaffner gearbeitet. Und kennt er sich ja beim Busfahren aus. Nimmer ja. So. Gut, das hätten wir auch. Stell den Fahrer einen. Jetzt müssen wir ihm noch eine Strecke zuweisen. Die kann er. Achso, okay, auf dieser Strecke wurde nichts eingenommen. Ist jetzt die Frage, welche fahren wir? Die oder die? Ich würde sagen, wir fahren die zur Abwechslung. Müssen wir einen Fahrer zuweisen. Gut, und ich werde die andere fahren. Aber wieder mit unserem. Diesmal machen wir Schnellstart und sagen wir dann, let's go! Einige Haltestellen auf deiner Strecke sind im Moment unzugänglich aufgrund von Stadtevents, die im Laufe des Tages stattfinden sollen. Deine Strecke wurde entsprechend abgeändert und es wurden vorübergehende neue Bushaltestellen hinzugefügt. Ist aber nett von dir. Was ist? Das Problem da hinten? Ich schieb gleich zurück. So, aber wir schalten natürlich den ein. Da kommt ein Rettungswagen. Bus ist aufgerüstet, also wir müssen da jetzt links. Es ist komisch, du wärst schneller gewesen, wenn ich da rausgefahren wäre wahrscheinlich. Du weißt nie, wo er dich hinsetzt, aber egal. Erster Halt. Schauen wir, ob wer mitfahren will. Oder ob sich herumgesprochen hat, wie gut ich fahre. Fertig? Geht die Kamera automatisch nach vorne? Nö. Nächster Halt, St. Pauluskirche. Wann steigt die Party? Es ist keine richtige Party, sondern eher ein gemütlicher Abend mit Freunden. Gerade um 8 Uhr geht's los. Oh, gut. Nächste Soll ich was mitbringen? Etwas zu trinken wäre super. Vielleicht auch Eis? Oh, grün. Ich muss echt mal wieder Omsi spielen. Glaube ich. Vielleicht nächste Woche. Mal schauen. Also nächste Woche ist gut. St. Pauluskirche. Von Aufnahmedatum her. Ich brauche eine Einzelfahrkarte für Senioren, bitte. Bist du nicht der, der mir die Firma verkauft hat?
50, 60. Danke, mein Lieber. Bitte. Noch wer? Scheinbar nicht. Die Tür. Natürlich, ich kümmere mich darum. Entschuldigung, das war nicht nett. Bitte würden Sie weitergehen daher. So, Türen sind zu. Kneeling. Nächster Halt, Goethestraße West. Gut, der Wiener Busfahrer würde sagen, bitte gehen Sie weiter. Bewegen Sie Ihren Astralkörper aus der Lichtschranke. Ich friere. Bitte unternehmen Sie etwas. Jetzt wieder mehr an. So, da müssen wir weiter. Jetzt müssen wir noch links. Das mit, ich sag euch, das Navi, das macht mir noch fertig. So, nächster Halt. Goethestraße West. Guten Tag. Eine normale Einzelfahrt, bitte. Ich, Herr Knefra. 22, bitte. Danke. Einen schönen Tag. Ebenso. Tür zur Abfahrt. Bitte. Nächster Halt, St. Martinstraße Süd. So, jetzt wird spannend. Ich hab glaubt, der will rübergehen. So, drüber fahren, nächst rechts. Ja, das ist sehr übel. Ein Roll halt zurück, ist auch okay. Blöder Spiegel. St. Martinstraße Süd. Doofer Spiegel. Meisenstraße. Dies ist der letzte Halt. Sind Sie da? Bitte vergewissern Sie sich, all Ihre Habseligkeiten mitzunehmen, wenn Sie aus dem Bus aussteigen. Unfall. Ich habe mit dem Spiegel den Masten berührt. Ich weiß, was dich aufmuntert. Wollen wir uns etwas Bubble Tea holen? Bubble Tea? Ja. Nein, warte. Errungenschaft. Und ich habe den Panda überholt. Sieh nur, wie du gewachsen bist. In den Nachrichten hieß es, du hast dich so geschickt angestellt, dass die Stadtverwaltung dir jetzt Zugang zum Wohnbezirk gibt. Wenn du so weitermachst, erhältst du bald Zugang zum modernen Bezirk. Da gibt es viele Grünflächen. Aber jetzt kommt der schwierige Teil. Du musst ein Busliniennetzwerk in den Vorstadt- und Wohnbezirken aufbauen, damit die Öffentlichkeit zufrieden bleibt. Schön. Na gut.
So, das heißt, wir haben eingenommen 3.885 Euronen. So, das kann man minimieren. Das sieht man schön bei deine wöchentlichen Einkünfte durch Fahrkarten. Man bedenke, ich habe zwei Linien. 2,20 kostet eine Fahrkarte. Ihr könnt es euch jetzt ausrechnen. Werbeeinnahmen, Tausender pro Woche, perfekt. Wieso hat nur die eine Strecke was eingenommen? 250 für den Unfall. Ich mag dich. Gut, was müssen wir machen? Öffentlicher Personenverkehr. Da fehlt das Nah. Personennahverkehr. Das wird deine bisher größte Herausforderung. Du musst ein öffentliches Verkehrsnetzwerk zwischen beiden Bezirken aufbauen und dafür sorgen, dass die Passagiere zufrieden bleiben. So, was sind unsere Ziele? Besitze eine Strecke mit mindestens zwei Haltestellen in jeder freigeschalteten Bezirk. Boah, mein Deutsch war auch schon mal besser. Erreiche eine Ansehenstufe von 7, wir haben 5, okay. Besitze mindestens drei verschiedene Strecken, die du und deine Fahrerin in der letzten Woche befahren haben. Das heißt, ich brauche noch einen zweiten Bus. Aber einen dritten Bus eigentlich. Auch schön. Sorge dafür, dass alle verfügbaren Busse von dir und deinem Fahrern in der letzten Woche angefahren wurden. Okay, das heißt, ich brauche drei Linien. Gut, was haben wir denn jetzt? Wir haben zwei Bezirke, das heißt, ich müsste zwei grüne, zum Beispiel zwei grüne und dann bis daher. Wisst ihr was? Dann machen wir eine neue Linie. Fangt an bei der Konzerthalle. Geht dann weiter zum Dingsbumsweg, Backerer Straße, Eisenstraße und Goethestraße Ost. Klingt doch passabel, oder? Ist nicht so lang. 8 Minuten Fahrzeit. Speichern. Ja, ich fahre sie gleich. Schnellstart. Fahren wir wieder mit dem neuen oder fahren wir mit dem alten Bus mal? Fahren wir mal zur Abwechslung mit dem alten Bus. So, und legen wir los. Warum der nicht automatisch eingeschaltet ist, verstehe ich nicht. Aber ich muss nicht alles verstehen. Das ist jetzt das neue Gebiet, was wir gerade freigeschalten haben eigentlich. Konzerthalle, Graben. Ich brauche nur eine Fahrkarte. Ja, mir hätte da nicht verkauft. Einzelfahrt Schüler? Du bist ein Schüler? Was kriegen wir von dir? 1,40, gell? 50, 60. Danke. Vielen Dank. Noch wer? Ja, keine Fahrkarten mehr. Tür zu. Sind die jetzt beide zu? Jo, seid ihr zu komisch, Junge. Damit, mit der Linie, müssten wir eigentlich diesen einen Auftrag erfüllen können. Mindestens zwei Haltestellen pro Distrikt. In dem haben wir sogar drei. Fischerweg. In dem Distrikt haben wir sogar drei Haltestellen. Haltestellenbremse rein. Die macht man eigentlich normalerweise, oder? Besser ist die Feststellbremse. Komm, wird grün. Krankenwagen. In der Stadt ist auch immer was los. Na, steigt ein bisschen schneller ein. Ich brauche bitte ein paar Fahrkarten. Ein paar?
Drei normale Einzelfahrten. 6,60 daher. 40 auf 7. Danke. Vielen Dank. Noch mehr. Türen zu. Kneeling. Weiter geht's. Nächster Halt, Baccarat Straße. Die kennen wir ja eigentlich schon. Die Baccarat Straße. Ist jetzt keine weltmeisterliche Strecke, die ich da jetzt gebaut habe, sondern halt kurz und effektiv, damit wir unsere Ziele erreichen. Sollte doch nicht so schwer sein zum Fahren. Hallo, können Sie mir eine Fahrkarte verkaufen? Sicher. Schüler? Echt jetzt? 1,40 bitte. Ein Schüler? Achso. Tag, nicht Einzelfahrt. 5,20 bitte. 50, 80 auf 6 und 4. Vielen Dank. Eine Tagesfahrkarte für Schüler bitte. Tag, Student. 20, 80. Okay. Vielen Dank. Du fährst nicht mit. Bist gesoffen. Es gibt doch betrunkene Fahrgäste in diesem Spiel. Die sollte man natürlich tunlichst nicht mitnehmen. Ich weiß nicht, ob sie es machen, aber es wird auf jeden Fall negativ gewertet, wenn man die mitnimmt. Meine Türen sind zu, ja. Was macht es da? Sag ich, man muss ewig weit lenken und dann aber, umso weiter man lenkt, nächster Halt, Meisenstraße, umso schneller lenkt er ein. Weiß nicht, wie ich es erklären soll. Meisenstraße, das heißt, wir haben dann noch eine. Ja, jetzt mache ich noch nicht auf. Ich habe auch noch Zeit. Glaube ich. Ich hoffe, er hat noch nicht umgeschalten. Bitte werd grün da vorne. Danke. Schnell einsteigen. Ich brauche eine Fahrkarte für die ganze Woche. Eine Schülerfahrkarte. Schüler, eine Woche, 26 bitte. Wie gibst du nur 30? Dankeschön. Vielen Dank. Ups. Na gut. Ich wollte eigentlich raus aus dem Menü und nicht noch ein Problem war, aber dass der Verkauf scheinbar noch nicht abgeschlossen war. Es ist etwas blöd, aber was soll's. Guck
Komm schon. Jo, fahr mal halt rein, du. Bitte vergewissern Sie sich, all Ihre Habseligkeiten mit. Vor der letzten Haltestelle, ich hasse dich. Dumme KI. Genauso blöd wie in jedem anderen Spiel. Ich weiß, ich hätte den Vorrang geben müssen, ich weiß es. Aber egal. Wir sind beim Spiel. Da ist die Zone. Mit euch. Wie weit ist das? Nee, ist zu weit. Folge dauert eh schon so lang. Ist doch schön. Nochmal schnell die Übersicht angucken. Neue Farben freigeschaltet, ist herrlich. Irgendwie schaut der erschrocken drin. Egal. So, eines haben wir schon gemacht. Stufe 7 haben wir noch nicht. Ich musste noch eine Strecke und einen Bus kaufen. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.